Die Reha Offenburg ist eine Einrichtung für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die jeden Tag begleitet werden und betreut. Für die tägliche Arbeit hier bei uns sind die FSJler total wichtig. Ich interessiere mich sehr für die Psychologie, habe gedacht, da wäre doch was Soziales perfekt. Ich habe zum Beispiel von Anfang an gesagt, ich möchte ins Wohnheim und da bin ich dann auch hingekommen. Es gibt noch die Werkstatt und es gibt noch das betreute Wohnen. Diese Vielfalt von Altersgruppen, Krankheitsbildern, Herkünften, Interessen, das findet man nicht überall. Man hat total viel Spaß hier bei der Arbeit. Man kann sich da auch viel selber gestalten und haben einfach ein junges, dynamisches Team. Ich trage schon Verantwortung. Ich kontrolliere eben die Paletten und fülle die Scheine aus und bin auch für die Beschäftigten da. Dass man FSJ-Lern vertraut und mehr Sachen zutraut. Dass man Teil vom Team ist und nicht irgendwie eins unten drunter. Am besten in der Reha gefällt mir die Stimmung auf jeden Fall, vor allem das kollegiale Klima. Ich habe hier selber FSJ gemacht und bin immer noch hier, mittlerweile ausgelernt. Und wenn ihr Bock darauf habt, dann kommt gerne zu uns.